Hallo liebe Impact Buddies, willkommen zu einer neuen Folge und damit auch hallo an dich, lieber Max. Ja, hallo Carsten, hallo liebe Impact Buddies, ich freue mich. Und wir haben heute noch einen speziellen Gast bei uns, dazu kommen wir gleich. Hallo lieber Oliver. Hallo zusammen, guten Morgen. Der Oliver ist nämlich der Nachhaltigkeitsbeauftragte vom Fußballverein FC Internationale Berlin. Wir reden heute, Max, über Fußball. Du bist großer Fußballfan, ne? Total, ja, total. Also eigentlich gar nicht, oder? Ja, muss ich gestehen. Aber ich bin trotzdem gespannt. Vielleicht ändert sich das ja heute, ne? Genau. Vielleicht bin ich ja nach der Folge heute Fußballfan vom FC Internationale Berlin. FC Internationale Berlin, genau. Das ist der Verein, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und der Oliver ist der Nachhaltigkeitsbeauftragte des Vereins. Und Oliver, wir können eigentlich schon fast auf den Tag genau Jubiläum feiern von dem Verein, denn ich habe gesehen, der Verein ist gegründet worden am 23.03.1980, also fast auf den Tag genau 43 Jahre. Ich bin mal gespannt, was du zu dem Verein gleich zu erzählen hast, aber vielleicht erstmal zu dir persönlich. Du bist ja nicht nur Nachhaltigkeitsbeauftragter, sondern das gesamte Thema Nachhaltigkeit ist ja für dich Berufung und Beruf, kann man glaube ich so sagen, oder? Oliver? Ja, das kann man durchaus sagen. Ich selber habe ja im Studium her schon sehr früh mit dem Thema angefangen. Ich habe Umweltschutz in Berlin studiert, Umwelttechnik, und habe mich sehr früh mit den Themen Umweltschutz und Ressourcenschonung, Biodiversität und diesen Themen beschäftigt. Zur Nachhaltigkeit kam ich eigentlich erst vor 10, 11 Jahren so richtig, weil das Thema Nachhaltigkeit natürlich vom Begriff her damals noch nicht so geläufig war. Ja, da haben wir was gemeinsam, ne? Weil die EBSIM ist ja auch ein Nachhaltigkeitspionier mit einer über 30-jährigen Historie, was die Produkte betrifft. Und da kann man ja sagen, da sprechen heute die Pioniere miteinander. Ja, das freut mich natürlich, dass die EB da jetzt auch so aktiv ist. Ich habe natürlich mich ein bisschen mit der Homepage beschäftigt und gesehen, dass es sehr nachhaltig ausgerichtetes Geschäftsmodell inzwischen ist. Ich selber arbeite inzwischen beim TÜV Rheinland und zertifiziere Unternehmen und Organisationen nach einem Umweltstandard. Ich selber habe den Verein mitgegründet. Ich war im Gründungsteam 1980. Das war ja nochmal die Ursprungsfrage. Und ich bin auch zeitweise im Vorstand gewesen. Und inzwischen spielen meine Jungs dort Fußball und bin also immer noch sehr stark im Verein involviert. Und begleite natürlich auch, oder habe immer schon die sozialen Aktivitäten des Vereins mit begleitet. Das war eigentlich der Ursprung 1980, dass man sich sozial und gesellschaftspolitisch mehr beschäftigen sollte. Und dann habt ihr das ja im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt. Was gehört denn alles dazu? Das heißt, was muss man tun, um ein nachhaltiger Sportverein zu werden? Ja, wir haben vor 2 oder 3 Jahren haben wir gesagt, im sozialen Bereich sind wir schon sehr, sehr gut. Wir machen extrem viele Aktivitäten und auch mit Behinderten Werkstätten und so weiter, und wir machen Interkulturcup, da geht es also um verschiedene Kulturen, die zusammen Fußball spielen. Wir kooperieren mit Schulen, gerade in sozialkritischen Bereichen. Schöneberg ist sicherlich nicht der reichste Bezirk, da gibt es genug sozialen Sprengstoff. Da sind wir sehr aktiv, und vor 2,5 Jahren gab es dann eine Initiative von 2 oder 3 jüngeren Mitgliedern, die sagten, wir müssen mal gucken, das Thema Nachhaltigkeit sollten wir auch mal ein bisschen näher in den Fokus bringen. Das ist, es geht ja weiter als nur soziale Faktoren. Und da hat der Vorstand dann mich angesprochen, hat gesagt, also auch, das sind 2, die wollen sich mal um das Thema der Textilien kümmern, wo die herkommen, auch die Lieferkette sich angucken. Du bist doch vom Fach, vom Rheinland, willst du da nicht gleich teilnehmen? Da, ja klar, das interessiert mich auch. Und dann haben wir uns zur ersten Nachhaltigkeitsgruppensitzung getroffen und haben geguckt, wer hat Interesse an so einem Thema, und haben dann besprochen, was gehört zur Nachhaltigkeit, wo sind wir stark und wo können wir eigentlich noch mehr machen. Und da habt ihr euch inzwischen auch zertifizieren lassen, oder? Genau. Das ist natürlich auf meinem Interesse zurückzuführen. Ich hatte beim TÜV Rheinland, dem ich seit 25 Jahren auch arbeite, das Thema Nachhaltigkeitszertifizierung initiiert. Und ich bin vor 3 Jahren gefragt worden, ob ich den ersten FC Köln zertifizieren könnte. Ach, krass. Die haben Interesse gezeigt, auch sowas zu machen.
Ja. Weil halt im Sport die Nachhaltigkeit auch angekommen ist. Das war ganz spannend, mal so ein Fußball-Profi-Club ins Auge zu nehmen, was da so abläuft und wo da die Nachhaltigkeitsthemen sind. Also war ich auch hier und dort überrascht, was da alles an Themen gibt. So, und jetzt, um den Bogen zur Internationale zu spannen, dann in der Nachhaltigkeitsgruppe haben wir dann natürlich darüber gesprochen, was wollen wir als erstes machen. Wir haben uns die Textilien angeguckt, wo kommen die her? Natürlich aus den üblich verdächtigen Ländern, Kambodscha, Vietnam, Indien, Bangladesch und so weiter. Und da haben wir gesagt, da müssen wir mal genauer hingucken, wo, aus welchem Material sind die und kann das nicht nachhaltiger produziert werden. Weil Fußbälle hatten wir schon, die Fairtrade hergestellt worden sind. Und das war der Ausgang. Und da haben wir uns erstmal mit beschäftigt. Und so nach 2-3 Monaten hatte ich die Idee, kann man nicht auch so eine Zertifizierung für einen ganz kleinen Amateurverein hinkriegen? Der hat nur 1-2 Angestellte. Ja, dem haben wir uns gestellt. Zu Corona-Zeiten hatte man etwas mehr Zeit. Da waren das Training oft ausgefallen. Und dann haben wir uns damit beschäftigt. Und das im April 2021 haben wir es tatsächlich geschafft. Das war ein Pilotprojekt. Ich bin selber ja beim TÜV Rheinland angestellt, aber wir sind dann auch vom TÜV Rheinland geprüft worden von anderen Kollegen. Und ich war dann der Geprüfte. Und das, wie gesagt, das war ein Pilotprojekt, um zu sehen, kann das ein Amateurverein auch schaffen. Und ihr habt die Prüfung mit Bravour bestanden? Ja, wir haben natürlich bestanden. Aber es gibt natürlich immer Verbesserungspotenziale und die werden in so einem Audit, heißt es, dann auch aufgezeigt. Der Prüfer hat schon sehr streng geprüft. 8 Stunden hat er uns auseinandergenommen mit den ganzen Standardfragen und es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten. Ja. Aber bestanden haben wir und wir kriegen in so einem Audit immer eine Aufgabenliste mit, was man noch anders machen, besser machen kann bis zum nächsten Jahr. Das ist stark. Was sind denn, kann man das irgendwie greifbar sagen, was sind denn so vielleicht mal so die Kernpunkte, die da so geprüft werden, um es mal ein bisschen anfassbarer zu haben? Worauf guckt denn dann so ein Prüfer? Es sind die drei Säulen, oder sagen wir fast 4 Säulen, die in den Fokus sind. Natürlich ist das Ökologische reingekommen. Da geht es natürlich um die Themen wie Abfalltrennung, Wassersparen, Energiesparen. Ne? Das sind die gängigen Dinge, die in so einem Fußballverein natürlich nicht so stark verankert sind. Da haben wir natürlich auch nachbessern müssen und haben dann ein Abfalltrennsystem und so weiter eingeführt. Das war vorher alles so in dem Sinne nicht da. Und natürlich auch Klimaschutz. Ne? Das ist ein wichtiges Thema. CO2-Bilanz etc. Das war wichtig, eine CO2-Bilanz zu erstellen. Und da sind wir natürlich ein bisschen bevorzugt, weil die ganzen Anlagen gehören dem Bezirksamt und die kaufen Ökostrom ein und haben eine Solaranlage auf dem Dach. Und dann kommt natürlich der Fokus dem sozialen Bereich. Wie geht ihr mit den Angestellten um? Wie geht ihr mit den Mitgliedern und den Kindern? Wir haben ja sehr viele, ich glaube von 1300 Mitgliedern sind über die Hälfte sind Jugendliche und Kinder. Und wir haben 50 Teams, das heißt, der überwiegende Teil sind Jugendteams. Wir haben natürlich auch viele Frauenteams, das sind wir in Berlin mitführend und versuchen das auch weiter zu fördern. Das sind die Themen, die natürlich Diversität, Gleichheit, also kulturelle Vielfalt etc., das sind große Themen, Arbeitssicherheit auch, muss man auch sagen. Und das sind die Themen, die dann als zweite Säule sehr stark interessieren, was tut ihr da? Und der dritte Bereich ist das Ökonomische. Ökonomie in einem Fußballverein, was ist das? Klar, wir müssen natürlich gucken, dass wir ordentlich wirtschaften, ne? Sonst wäre es ja nicht nachhaltig. Wir zum Beispiel zahlen kein Geld für Fußballspieler. Das ist wir spielen relativ hochklassig in allen Mannschaften, sind wir in Berlin in den höchsten Ligen. Aber wir zahlen kein Geld für Spieler und das ist durchaus üblich, dass die in der Klasse auch schon überall Geld kriegen, ne? Bis runter die Tiefen Klassen. Das machen wir halt nicht. Und deshalb ist der sportliche Erfolg ist nicht so einfach zu bewerkstelligen, weil gerade Studenten dann auch immer, wenn sie mal 300-400 Euro kriegen sollten im anderen Verein, das Studium natürlich dann schon auch mal wechseln. Ne? Das heißt, wir müssen eine sehr gute Jugendarbeit haben. Und die letzte Säule ist natürlich die nachhaltige Vereinsführung. Das heißt, alle Prozesse, auch die unsere Philosophie etc. muss unter den Fokus der Nachhaltigkeit gestellt werden. Und da haben wir als erstes natürlich eine Satzungsergänzung bewerkstelligt. Das heißt, die Nachhaltigkeit wird in die Satzung aufgenommen als oberstes Kriterium, dass alles, was wir machen, unter dem Prinzip der 17 UN-Ziele gestellt wird, die 17 SDGs. Spannend, Oliver, da fällt mir folgende Frage ein, und zwar: Wie macht ihr es im Sommer? Fußball wird ja in der Regel auf Rasen gespielt und häufig sehe ich da
dass natürlich diese Fußballplätze dann gewässert werden. Wie macht ihr das unter dem Gesichtspunkt der Ökologie? Ja, gewässert werden muss er, weil die Verletzungsgefahr sonst riesig ist. Also wenn der Platz zu trocken ist, wir haben in Berlin einen Hauptplatz, das sind Kunstrasen, und die müssen bewässert werden im Hochsommer. Für die Spieler ist es eine Katastrophe, wenn es trocken ist. Die bleiben dann hängen mit ihren Schuhen und verletzen sich sehr schnell. Das heißt, wir müssen schon wässern, aber halt versuchen, dass man sich schon effizient zu machen, nicht mehr als möglich nötig. Ne? Vielleicht wegen der Ökologie jetzt zu dem Thema Mikroplastik. Wir haben jetzt unser Ursprungsplatz, der ist 1000 Meter weiter, der ist seit 1980 von uns genutzt. Der war halt auch schon in die Jahre gekommen und der wurde jetzt erneuert, gerade aktuell, das vom Bezirksamt. Und da haben wir natürlich gesagt, wir wollen eigentlich schon gern etwas ökologische Variante und haben das dann auch eingefordert. Und zwar haben wir uns entschieden, vielleicht mit Kork, ne, mit Korkresten. Das sind Reste aus der Korkindustrie, die sind übrig und die können dann statt der Plastik da eingebracht werden. Also es ist schon Plastikgras, aber da wird dann keine Mikroplastik mehr, sondern halt Kork eingebracht. Und der wurde jetzt gerade diese Tage eingeweiht von der ersten, also die ersten Herren haben das erste Mal da drauf gespielt. Und sie haben ganz andere, von der Ökologie-Seite viel besser, weniger Mikroplastik ausgeschwemmt wird. Ne? Und also das sind so kleine Schritte, ja. Aber es ist halt immer noch ein Kunstrasen. Ne? Mir fällt noch eine Frage ein, jetzt nochmal rückblickend auf das Thema Textilien. Da gucke ich die ganze Zeit schon drauf, Oliver. Du hast so einen wahnsinnig leuchtenden Hoodie an. Ein strahlend blauer Hoodie, wahrscheinlich in der Vereinsfarbe. Was ich sehen kann, ist ein großes N und eine Weltkugel. Und da No Racism. Das ist euer Vereinsshirt, richtig? Richtig. Wir haben beschlossen, dass wir keine oder fast keine Werbung auf Trikots tragen, also keine privatwirtschaftliche Werbung, sondern haben vor 25 oder das sind schon bald 30 Jahre dieses Logo entwickelt, No Racism, und das tragen wir auf allen Trikots vorne auf der Brust oder an der Seite. Und das ist eigentlich unser Markenzeichen inzwischen. Und starkes Statement. Hat uns auch bekannt gemacht und die Vereinsmitglieder tragen das mit Stolz, weil das ist schon ein starkes Zeichen, auch momentan wieder ganz wichtig. Und das ist das, was uns eigentlich auszeichnet, auch dass wir uns dazu bekennen. Und wir haben dann halt versucht, diese Trikots oder diese Hoodies und so weiter jetzt umzustellen auf fair gehandelte Produktion. Das ist nicht so leicht, weil der Markt noch etwas bescheiden. In der Menge gibt es sie zum Teil gar nicht. Oder wenn man als kleiner Verein kleine Mengen abfordert, dann gibt es das oft nicht von vielen Herstellern. Die wollen immer gleich große Mengen nur verkaufen. Da tun wir uns schwer. Wir haben... Dann kam noch dazu, dass ein Hersteller dann Insolvenz angemeldet hat, bei dem wir bestellt hatten, die erste Serie. Und jetzt haben wir aktuell einen zweiten Hersteller, den wir gerade ausprobieren. Der produziert in Portugal unter sozial fairen Bedingungen und die Lieferkette geht nur bis Spanien, also der bekommt die Rohwaren aus Spanien. Da versuchen wir jetzt einfach auf die Schiene so ein bisschen zu kommen. Und das ist ja auch das vom Material her, ist es halt Recycling-PET. Das ist momentan für Fußballspieler das Einzige, was sie tragen wollen und können. Gerade bei Trikots ist es mit Baumwolle schwierig. Wenn man selber Fußball spielt, kennt man das. Also wir kommen momentan von PET nicht weg, aber versuchen halt über Recycling-PET und halt auch über faire Produktion. Ne? Das heißt, dass die Fabriken entweder geprüft sind, dass sie Arbeitsschutz und was weiß ich alles einhalten, aber auch Arbeitszeiten etc. und so fair bezahlen. Und das ist nicht so einfach, da Hersteller zu finden. Da tun sich auch die ganz großen Hersteller sehr, sehr schwer. Was ich mich noch frage, Oliver, wenn ich jetzt hier so an Sonntagsfußball denke, dann wird da häufig gegrillt, da gibt es dann Bratwürstchen, da gibt es Bier. Und wenn ich an mich denke, ich bin Vegetarier und das auch schon ziemlich lange, also seit meinem 5. Lebensjahr tatsächlich, dann gibt es da für mich immer gar nichts. Wie ist denn das bei euch? Da hast du jetzt das emotionalste Thema angesprochen. Es ist, wir sagen, es ist eigentlich nicht das wesentliche Thema im Verein. Das ist von den gesamten Wesentlichkeitsthemen. Wir machen ja anfangs immer so eine Wesentlichkeitsbetrachtung. Was ist wesentlich für ein Nachhaltigkeitsthema? Und da ist das Catering jetzt nicht rechts, also ganz oben angesiedelt, weil von der Auswirkung das nicht so gewaltig ist bei uns.
Aber es ist das Emotionalste. Und wir haben das Thema natürlich bearbeitet, das ist ganz wichtig eigentlich für die Glaubwürdigkeit. Ne? Und wir sind jetzt, wie lange ist es jetzt mit der Zertifizierung? 2 Jahre. Wir haben das Thema seit 2 Jahren im Fokus. Wir haben eine Umfrage gemacht, eine Mitgliederumfrage aktuell. Da haben sehr viele teilgenommen, da haben wir das Thema auch nochmal aufgegriffen. Es ist schon, die überwiegende Mehrheit möchte schon eine bessere Auswahl auch vegetarischen oder veganes Essen. Da haben wir also schon die Rückendeckung der Mitglieder. Und wir haben damit angefangen, vor 2 Jahren zu sagen, wir wollen hauptsächlich regional, aber wo es geht, Bio und auf jeden Fall viel weniger Fleisch und vegetarische Angebot. Da geben wir offen zu, das ist nicht so leicht. Das ist sehr emotional. Viele wollen dann ihr Bier aus dem Schwarzwald trinken, weil sie daherkommen. Oder alle fragen nach dem Bier aus Flensburg. Ja, das kennt auch jeder. Und wir wollen aber eigentlich nur regionales Bier. Es gibt genug Berliner Brauereien, und die wir dann anbieten. Oder auch ein Bio-Bier aus Neumarkt. Und das bieten wir momentan an. Es ist nicht so ganz easy. Ne? Die Leute haben da so andere Ideen. Und mit dem Fleisch haben wir das auch versucht. Vegan, vegetarisch. Da haben wir immer wieder Rückschritte gehabt, muss man zugeben. Und wir haben jetzt aktuell beschlossen, dass wir jetzt komplett umstellen. Nur noch also es soll noch eine Geflügelwurst, eine Bio-Geflügelwurst geben. Alles andere wird dann vegetarisch, vegan und oder Bio sein. Und regional wollen wir es halt möglichst auch. Das ist aber ein Dauerthema, und ich hoffe, wir kommen jetzt die nächsten Wochen da noch einen Schritt weiter. Aber bislang ist es schon so, dass wir 80% umgestellt haben. Toll. Aber es ist eins der kritischen Themen. Das muss man, wir haben ja auch sehr viele Mitglieder mit islamischem Glauben, die halt halal essen wollen. Und das ist auch nochmal so ein Thema, da muss man sich mit beschäftigen. Ja? Man kann ja nichts erzwingen, man muss das halt aufklären und versuchen. Man muss immer aufpassen bei der Nachhaltigkeit, dass es auch noch Spaß macht und dass es halt auch mit viel über Informationen läuft. Gerade eine unserer Hauptaufgaben mit der Zertifizierung war, die Mitglieder über Nachhaltigkeit zu informieren und auch aufzuklären und auch mitzunehmen. Ne? Also das kann man nicht erzwingen, das ist nicht so leicht. Und das zweite Standbein ist, dass wir nach außen hin wirken wollen. Wir wollen das weitertragen an andere Vereine und zeigen, wie man es machen kann, als Beispiel, als Best Practice. Und da sind wir allerdings stärker und haben jetzt auch sehr viele Preise gewonnen. Zuletzt den allergrößten Preis, den man gewinnen kann für einen Amateurverein. Das ist sind die Sterne des Sports 2023. Top. Das ist vom DOSB, da haben wir, gibt es über 1000 Teilnehmer, und da haben wir jetzt am 23. Januar von Hans Steinmeier den Preis überreicht bekommen, und die Nancy Faeser war auch dabei. Das war wirklich sensationell, dass wir diesen Preis gewinnen, und das zeigt halt, das hat endlich mal auch, würdigt auch mal diese Ehrenamtsarbeit, die wir da betreiben. Das wollte ich gerade sagen, das ist ja, da steckt ja von ganz vielen Menschen aus dem Verein, steckt ja Herzblut, Engagement und zusätzliches Zeitinvest dahinter. Umso erfreulicher, wenn ihr so eine tolle Auszeichnung bekommen habt. Also Gratulation an stellvertretend dich und natürlich an euren gesamten Verein dafür. Das ist schon eine große Nummer, einmal beim Bundespräsidenten eine Ehrung in Empfang zu nehmen. Das ist nicht so selbstverständlich. Finde ich klasse. Ich will natürlich auf jeden Fall nochmal erwähnen, dass wir ein großes Team sind, ein Nachhaltigkeitsteam. Das ist sehr breit besetzt ist. Es sind sehr viele junge Leute dabei, aber auch ein paar ältere. Und die Kombination ist klasse. Und jeder ist eingeladen mitzumachen. Wir suchen auch immer wieder Leute, die von außen teilnehmen. Haben wir zuletzt auch geschafft. Und was toll ist, wenn von außen jemand kommt und uns dann bei der Nachhaltigkeitssitzung erlebt oder was wir so machen, die sind dann jedes Mal begeistert, was wir alle auch an Fachwissen haben. Jeder hat so sein Spezialwissen und bringt sich da ein. Und es macht dann totalen Spaß, irgendwelche Projekte zu machen. Wir haben ja noch unendlich viele Aufgaben und Projekte. Und so ein Team, das so interdisziplinär und besetzt ist und breit besetzt, also in allen Altersgruppen besetzt ist, ist schon klasse. Und das ist eine wichtige Voraussetzung auch, um im Verein Erfolg zu haben. Das glaube ich. Und also das bewegt mich eben schon durch dieses Thema Emotionen. Ich glaube, dass du damit natürlich ganz viele Mitglieder auch mit auf die Reise nehmen kannst, gerade mit so einer Auszeichnung und mit der Wertschätzung. Auf der anderen Seite, Stichwort Catering, Emotionen, ist ja vielleicht auch nicht jeder immer so begeistert zu wissen, okay, mein Fußballverein ist jetzt nachhaltig und deswegen
muss ich jetzt aufs Steak verzichten oder kriege nicht das gewohnte Bier, was ich gerne hätte. Wie ist denn so grundsätzlich die Haltung oder die Stimmung der Mitglieder? Wie stehen die dazu? Und haben die, könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht irgendwie so einen Wandel mitgemacht? Ist das so? Ja, wir haben vor 2 Jahren eine erste Umfrage gemacht, da ging es mehr ums Essen und Trinken. Ne? Da wollten wir mal wissen, nehmen wir die Mitglieder da mit und die Eltern auch, oder sind wir da so in der Blase? Und das war schon eher positiv. Ne? Gesagt, wir wollen auch schon nicht nur Fleisch essen und auch Getränke. Manche haben sogar gesagt, gar keinen Alkohol anbieten, aber das klappt nicht so richtig im Fußballverein. Das Bier muss dann wohl doch noch sein. Und jetzt diese letzte Umfrage, die werten wir gerade erst noch aus, aber die Tendenz, da haben jetzt wirklich 300 teilgenommen, die Tendenz ist sehr positiv, was unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten betrifft. Die Leute wissen das, was wir machen und gutieren das auch. Die sagen wirklich, tolle Sache, finden wir gut. Und das ist auch angekommen. Natürlich nicht bei jedem. Manche sagen, wir wollen hier nur Fußball spielen. Was macht ihr denn da alles? Aber die meisten sagen, genau deswegen sind wir in dem Verein. Ist halt anders. Ihr habt eine Botschaft und damit kann ich mich identifizieren. Und einer hat mal gesagt, bei euch kann man ja, wenn man ins Vereinsheim kommt, kann man bei euch zwar über Fußball reden, aber genauso über Kunst und Ausstellungen und wie auch andere Themen. Das ist, sagen wir mal, auch ein bisschen unüblich. Das Tolle ist halt auch dadurch, dass wir in der Öffentlichkeit so häufig jetzt auch genannt werden, in Nachrichten gekommen sind, in Tagesschau, heute Journal. Oder wenn ich jetzt in Köln oder bei Borussia Mönchengladbach, die jetzt auch gerade frisch zertifiziert sind, die kennen uns alle. Die sagen, ja, sie sind von international, die kennen wir, klasse, was ihr da macht. Ne? Das ist natürlich schön, dass wir da auch so ein bisschen Vorbild sind. Und das spricht sich ja auch um, dass wir da was Besonderes machen. Ich denke schon, dass die fast alle Mitglieder das inzwischen eigentlich gut finden. Und wie ist denn so das Feedback von den Vereinen, die dann beispielsweise gegen euch spielen? Finden die das toll oder gibt es da vielleicht auch welche so, die so sagen, ja, da kommen wieder die Ökos mit den veganen Würstchen? Ja, wie ist das Feedback? Würde mich mal interessieren. Sagen wir mal so, da muss man in die Geschichte zurück. Nach der Gründung des Vereins waren wir ja auch politisch aktiv, muss man zugeben, ne? Friedensbewegung damals und so Sachen gegen Abrüstung, gegen Aufrüstung, ja. Und solche Sachen, da hieß es natürlich auch bei vielen Vereinen, jetzt kommen da die linken Öko-Kicker oder was weiß ich, ne? Und das war nicht immer, war nicht immer nett gemeint. Das war in den 80er Jahren auch schon sehr kontrovers, ja. Und aber als die gemerkt haben, dass wir einfach auch nur guten Fußball spielen wollen und versuchen, sportlich zu sein und sportlich fair vor allem anzugehen. Wir gelten als sehr fairer Sportverein, sehr schwer, natürlich gibt es immer mal einen Vorfall, aber wir gelten als sehr fair im Umgang. Und das hat sich schon rumgesprochen, die meisten Vereine spielen sehr, sehr gerne gegen uns. Und so politische Aussagen gegen uns, das ist, ja, kommt schon mal vor. Das ist, bei Fußball ist halt wirklich auch, da geht's auch mal zur Sache und da kann schon mal sowas passieren. Aber in der Regel werden wir sehr freundlich aufgenommen. Wir haben uns sehr nett aufgenommen. Das ist wirklich überwiegend. Also, und die politischen Aussagen jetzt zur Nachhaltigkeit, ja, ich denke mal, das nehmen sie so hin. Und da gibt's jetzt, es gibt durchaus sehr viele befreundete Vereine, die es auch ähnlich machen inzwischen. Die sind auf den gleichen Trichter gekommen oder waren vielleicht auch schon drauf. Und andere Vereine denken auch darüber nach und viele Vereine haben damit natürlich überhaupt nichts am Hut. Ich meine, jetzt so ein Verein, der 5 Mannschaften hat und 50 Mitglieder, tun sich ja auch schwer damit, sowas aufzustellen. Ja, man muss auch die Kapazitäten dafür haben. Und da denke ich, da wird noch einiges passieren. Der Landessportbund zum Beispiel, mit dem wir auch zusammenarbeiten, das ist das höchste Sportgremium in Berlin, die möchten die Nachhaltigkeit auch in die Vereine reinbringen. Da sind wir in einem Projekt mit denen und helfen da mit und versuchen unsere Erfahrung einzubringen. Und der Landessportbund möchte eigentlich das fördern, auch an die 2.500 Vereine, also nicht nur Fußball, sondern den Gedanken reinzubringen. Wie er das dann macht, das ist gerade in der Entscheidungsphase, ob man da was fördern kann oder das irgendwie anderweitig belohnen kann, wenn man da mitmacht. Also das ist natürlich auch eine wichtige Sache, dass die anderen Vereine davon profitieren und vielleicht auch in diese Richtung gehen. Viele machen das schon, ja, muss man wirklich sagen. Viele Vereine sind schon ganz toll unterwegs. Aber so ganzheitlich, wie wir das machen, mit so einer Zertifizierung, das ist halt doch noch einmalig. Und aber viele Vereine sind wirklich auch schon toll drauf und machen viel. Klasse. Was wäre denn jetzt so
dein Tipp oder sagen wir mal, was sind denn so deine wesentlichen oder die wichtigsten Tipps, egal ob jetzt Fußballverein oder anderer Sport, was sollten die tun, wenn sie sich auch auf diese Reise machen wollen? Also ja, okay, ich muss mich irgendwann tatsächlich zertifizieren lassen und auditieren lassen, aber der Weg dahin, was sind so die wesentlichen Schritte, um das ins Laufen zu kriegen? Ich denke, die Zertifizierung ist ja nicht unbedingt, das muss nicht das Ziel sein. Das ist jetzt unser Weg gewesen, um einfach, sagen wir mal, so einen Kreislauf. Also so eine Zertifizierung hat einen Vorteil, man muss sich mit dem Thema regelmäßig beschäftigen und weiter treiben, weil man da irgendwann wieder besucht wird und dann muss man auch was vorlegen und belegen, dass man besser geworden ist. Das heißt, man muss dranbleiben und dieser ständige Verbesserungsprozess über eine Zertifizierung, das ist schon sehr gut. Das ist aber gar nicht das Ziel das muss nicht Ziel sein von Vereinen. Also meiner Meinung nach muss der Vorstand natürlich sich zur Nachhaltigkeit bekennen. Na, der Fisch stinkt ja am Kopf. Und wenn der Vorstand sagt, wir wollen da was bewegen, dann sollte er schauen, wie kann ich Interessierte finden, die das Thema gut finden und sich da auch engagieren wollen. Und dann vielleicht Jüngere und Ältere zusammenbringen und sagen, guck doch mal, was wir da bewegen können, wo können wir noch was tun. Und dann sollte man halt auch schauen, wie kann man die Mitglieder und die Eltern vielleicht auch da mitnehmen und von außen vielleicht auch nochmal jemanden reinzukriegen, der sich auch engagieren will. Das ist der erste Schritt, damit es ins Laufen kommt. Und dann ergeben sich die Themen von selbst. Dann jeder Verein hat andere Voraussetzungen. Ne? Der eine hat vielleicht eine gemietete Halle, ja, sagen wir mal, irgendein Ringerverein, der kann gar nicht viel beeinflussen. Ein anderer Verein wie ein Regionalliga-Fußballclub, der hat vielleicht sogar 10, 20 Angestellte und eigene Anlagen. Mhm. Der hat viel mehr Möglichkeiten von Klima bis sonst wie in anderen Projekten. Das heißt, jeder Verein sollte einfach mal gucken, was sind unsere Möglichkeiten mit der Nachhaltigkeit, wo können wir was beeinflussen, was sind die wesentlichen Themen und dann zu schauen, was können wir da besser machen. Natürlich sollte jeder auch nochmal schauen, wo kann ich Fördermöglichkeiten kriegen. Es kostet halt auch mal ein bisschen Geld. Ja. Es gibt Fördermöglichkeiten, die das sowas unterstützen. Auch das haben wir gemacht. Wir haben jetzt auch eine halbe Stelle. Der Anton hat eine halbe feste Stelle bei uns. Auch teilweise über Förderung, teilweise zahlen wir selber. Und ohne ihn wäre es schwierig, weil er bewegt das Thema extrem und er ist auch wirklich auch engagiert und versucht, das Thema im Verein auch voranzubringen. Alles in Ehrenamt ist ein bisschen schwierig, muss man zugeben. Wir es gemacht haben, würde vielleicht ohne diese halbe feste Stelle wäre es echt ein bisschen kompliziert, da muss man zugeben. Weil die Leute, die in der Gruppe sind, die studieren teilweise, sind auch mal ein halbes Jahr im Ausland oder wie auch immer, oder sind beruflich sehr eingespannt. Das heißt, die Kontinuität in so einem Thema zu halten, ist nicht so ganz einfach. Ja, vielen Dank, Oliver. Das Fazit ist dann ja eigentlich auch wieder einfach mal anfangen. Ja? Das Wichtigste ist, einfach mal anzufangen. Ich glaube, wer da Interesse hat, aus anderen Sportvereinen, Fußballvereinen, der darf sich sicher gerne bei dir melden. Natürlich. Ich glaube, man kann euch auch unterstützen, oder? Man kann auch Fördermitglied werden beim FC Inter. Wir freuen uns über jede Förderung, weil wir dafür vielleicht noch, wir leben natürlich momentan nur von den Beiträgen der Mitglieder. Das heißt, das Geld ist bei uns auch sehr knapp. Und wenn wir diese Projekte, die teilweise auch ein bisschen mehr kosten, müssen wir teilweise gucken, ob man Spende kriegt oder Fördergelder. Also wir sind sicherlich kein reicher Verein. Wir haben auch noch keine großen Sponsoren. Das wäre natürlich auch schick, wenn jemand sich mit uns zusammentun würde und sagen, wir unterstützen das auch finanziell und wir werben auch mit euch. Das wäre natürlich nochmal eine klasse Sache. Haben wir das immer dran, aber das ist immer noch nicht so erfolgreich. Jeder ist aufgefordert, sich zu beteiligen bei uns. Auf der Homepage kann man das alles schön nachlesen. Auf unserer Homepage findet man unter dem Button Nachhaltigkeit auch alles nochmal zusammengefasst, auch unsere Ziele, die wir aktuell verfolgen. Und ganz wichtig, wir haben jetzt seit ein paar Wochen unseren allerersten Nachhaltigkeitsbericht rausgebracht. Das ist ein ganz gelungenes Pamphlet, sage ich mal. Kann man auf der Homepage auch sich durchlesen. Das sieht man nochmal, was wir machen, wo wir auch noch Schwierigkeiten haben. Ist auch von der Staatssekretär mit dem Grußwort belegt, Staatssekretärin für Sport in Berlin. Und es ist eine tolle Zusammenfassung, was wir gerade machen. Der Bericht wird dann jährlich aktualisiert. Und da kann man sich einlesen. Und wenn Interesse hat, bitte melden. Die E-Mail-Adresse ist da auch hinterlegt. Wir freuen uns natürlich über jeden guten Zuspruch oder auch mit Hilfe.
Also um das nochmal zu vervollständigen, für alle unsere Impact Buddies, die uns jetzt gerade zuhören, die Details dazu, den packe ich natürlich unter die Aufnahme, das heißt, das findet ihr dann in den Shownotes. Und ich muss ganz ehrlich sagen, lieber Oliver, ich bin tief beeindruckt von dem Engagement bei dir, deinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern im Verein, was ihr in der kurzen Zeit, 2 Jahre seit der Zertifizierung, alles geleistet habt. Das ist nicht so selbstverständlich. Das als Sportverein, großes Kino hätte ich. Ich hätte jetzt bald gesagt, großes Tennis, aber wir spielen ja hier Fußball. Also großer Sport. Also finde ich wirklich toll. Und ich sage nochmal im Namen aller Impact Buddies, lieber Oliver, ganz herzlichen Dank, dass du heute Gast in unserem Podcast warst. Ja, vielen Dank auch euch und ja, bis zum nächsten Mal. Von meiner Seite auch nochmal ganz herzlichen Dank, Oliver. Wenn ich mal in Berlin bin und es passt, ihr gerade spielt, dann komme ich auf jeden Fall mal auf den Platz vorbei, auf eine vegane Bratwurst. Die bieten wir dir dann mit Sicherheit an. Sehr gut, sehr gut. Ich freue mich drauf. Und ein nachhaltiges, regionales Getränk. Ja, cool. Top. Ja, cool. Und damit, liebe Impact Buddies, sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Nicht vergessen, abonniert unseren Podcast, dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Und ansonsten sind wir nächste Woche gleiche Stelle, gleiche Welle wieder für euch da. Macht's gut, gute Zeit. Ciao. Ciao.